Hallo und willkommen zurück auf unserem Kanal. Zuallererst möchten wir uns bei euch entschuldigen, dass es so lange gedauert hat mit diesem Video, aber wir hatten einen Schicksalsschlag, mehr darüber erzählen wir euch in einem nächsten Video. Unsere diesjährige Urlaubstour führt uns von Werder an der Havel nach Waren an der Müritz. Die erste Etappe geht leider nur bis zur Schleuse Schönwalde, da wir erst am späten Nachmittag los konnten. Schon oft haben wir uns darüber unterhalten, dass wir einmal zur Müritz fahren wollen. Nun ist es endlich soweit, schnell haben wir alles verladen und schon geht es los in Richtung Norden. Unsere Lieblingsankerbucht in Vöben haben wir schon hinter uns gelassen. Es ist windstill und sehr sonnig. Der Havelkanal scheint anfangs etwas langweilig, da er 30 Kilometer lang ist. Aber es ist eine malerische Landschaft und rechts und links ist sehr viel Grün. Der Havelkanal ist ca. 34 Kilometer lang und wurde 1951 erbaut. Wer es etwas ruhiger angehen möchte, benutzt den Havelkanal und wer den Trubel der Großstadt liebt, fährt über Berlin-Spandau. Nach ca. 3 Stunden sind wir an der Schleuse Schönwalde angekommen, müssen dort aber ca. 30 Minuten warten. Da es jetzt bereits 18.15 Uhr ist, beschließen wir, nach dem Schleusenvorgang an der Wartestelle anzulegen und hier die Nacht zu verbringen. Wir haben uns dazu die Erlaubnis der Schleusenwärterin geholt. Das stellte natürlich kein Problem dar, da abends sowieso nicht mehr geschleust wird. Nach dem Abendessen haben wir noch einen kleinen Spaziergang unternommen und am nächsten Morgen sehr zeitig ging es weiter. Am nächsten Morgen gegen 7.20 Uhr ging es los. Wir fuhren den Rest des Havelkanals und am Ende stießen wir auf den Niederneuendorfer See und den Oder-Havel-Kanal. Von dort aus ging es Richtung Oranienburg. Thank you.
dem Oder-Havel-Kanal ist ein bisschen mehr Verkehr. Da kommen auch ab und zu mal ein paar größere Schiffe. Aber das ist kein Problem, der ist sehr breit, der Oder-Havel-Kanal. Vorbei geht es an der Marina Havelbaude. Hier ist ein sehr gutes italienisches Restaurant und auch diese Marina ist sehr empfehlenswert. Bald darauf erreichen wir schon Oranienburg. Rechts und links des Oder-Havel-Kanals sind sehr schöne Grundstücke mit kleinen Häuschen. Kurz darauf sind wir schon am Lenitzsee. Es bietet sich an, hier zu ankern. Wenn das Wetter passt, kann man auch mal baden gehen. Das ist ein sehr schöner, großer See. Direkt hinter dem Lenitzsee befindet sich die Schleuse Lenitz. Die Schleuse hat eine Nutzlänge von 125 Metern, eine Nutzbreite von 11,92 Meter und eine durchschnittliche Fallhöhe von 5,65 Meter. Das Obertor ist ein Klapptor und das Untertor ist ein Hubtor. Aufrücken, soll man. Nach der Lenitzschleuse geht es noch für ca. 10 Kilometer auf dem Oder-Havel-Kanal entlang, bis wir dann links abbiegen zur Schleuse Liebenwalde. Die Schleuse Liebenwalde ist eine Selbstbedienungsschleuse und hat eine Hubhöhe von ca. 1,80 Meter. Jetzt befinden wir uns auf dem Vosskanal. Wir kommen gleich am Stadtanleger Liebenwalde vorbei. Da haben wir im letzten Jahr schon gelegen. Es ist sehr schön hier, man kann hier lecker Fischbrötchen essen. Und auch die Stadt Liebenwalde besichtigen. Es ist sehr schön hier. Die nächste Schleuse ist die Schleuse Bischofswerder. Hier war es sehr windig und wir konnten uns an keinem Anleger mehr festmachen, da alles schon voll war. Somit mussten wir eine ganze Weile immer hin und her fahren, um diese Windböen auszugleichen, um nicht abgetrieben zu werden. In Zedenick gibt es nicht nur eine Schleuse, sondern auch eine schöne Klappbrücke. Wenn man da durch ist, ist links der Anleger für die Wartestelle der Schleuse. Da haben wir es uns ein bisschen gemütlich gemacht.
Direkt nach der Schleuse ist auf der rechten Seite der Stadthafen Zedenik. Hier haben wir vor 2 Jahren auch schon mal gelegen. Sehr empfehlenswert. Auch die Stadt ist sehr zu empfehlen. Man kann vieles sehen, sehr interessant und geschichtsträchtig. Gegen 16.45 Uhr waren wir in Mildenberg. Diesmal legten wir im neuen Hafen an. Vor 2 Jahren waren wir im alten Hafen. Es ist wunderschön. Ich kann nur jedem sagen, fahrt dorthin. Ihr werdet etwas erleben. In Mildenberg ist auch eine alte Ziegelei. Die kann man besichtigen. Ein Ziegelbrennwerk. Das würde ich auf alle Fälle empfehlen. Da wir unsere Klappräder immer dabei haben, können wir auch jedes Mal, wo wir im Hafen sind, eine schöne Radtour machen. Da kann man noch mehr entdecken als vom Boot aus. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke.